werde als People of Color eindeutig öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln und von der Polizei kontrolliert als deutsch aussehende. Also ich mag diese Aussage, weil ich bin täglich im öffentlichen Verkehr und ich merke sehr oft, die alte Dame ist bereit durch den Bus, die ganze Bus durchlaufen und sich richtig in Gefahr bringen, aber sie ist nicht bereit neben dir hinsitzen, weil du nur irgendein komischer oder andere Farbe hast. Und das stört mich persönlich gar nicht, aber das zeigt, dass der Rassismus wie tief in Menschen reingegangen, in Alltags reingegangen. Und das rauszuholen, es ist viel zur Arbeit, aber es ist halt leider so. Naja, ich denke, wenn im Bus ein Ticket kontrolliert werden muss, dann wird bei allen angeschaut, aber ich habe auch dieses Gefühl, dass die Ausländer oft schwarz mit dem Bus fahren und es wird mehr beobachtet und tiefer kontrolliert, ob diese Person auch ein Ticket gekauft hat. Also ich habe diesen Eindruck, aber ich kann nichts hundertprozentig sagen, dass die Deutschen werden genauso nichts geprüft, da kann ich nichts hundertprozentig sagen. Bei Polizei, ich habe noch nicht erlebt. Und im Zug, ja, wo jemand nicht neben mir sitzen, ich habe vielleicht dreimal oder viermal erlebt. Und das war sehr schlimm. Deswegen meine Hautfarbe, das war sehr schlimm. So. Also ich habe einmal im Zug erlebt, das war eine Schaffner. Ich habe damals war 6 Monate in Deutschland, bin ich nach München gefahren, habe ich ein Ticket gekauft und das war hin und zurück, also Tagesticket. Und ich wusste nicht, dass ich also einfach Stamm lassen muss oder Namen schreiben. Und danach ein Schaffner hat also zu mir gekommen und er hat einfach gefragt, kontrolliert, dass ich ein Ticket habe. Und ich habe gesagt, ja, habe ich Ticket und das ist gültig. Und einfach hat mir gesagt, gib mir deinen Ausweis, gib mir, ich muss also das machen. Damals habe ich eine Frage gestellt und das war, habe ich ein Ticket, gültiges Ticket. Warum also Strafe bekomme ich? Wir haben also ein bisschen gestreitet und ein Polizei war da gekommen, einfach Strafe bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte einfach das in Ordnung bringen oder einfach sagen lassen, einfach im Namen schreiben. Ich bin täglich in öffentlichen Verkehrsmitteln und ich habe sowas nicht erlebt. Jeden Monat kaufe ich eine Fahrkarte und ich habe nie gezeigt. Ja, und wurde ich niemals auch kontrolliert. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt keine Gleichbehandlung in diesem Thema. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Leute auch, die mit Rassismus und öffentlichen Verkehrsmitteln behandelt werden wurden. Und ja, ab und zu passiert dieses Thema sehr oft. Aber meiner Meinung nach, oder schön zu sagen, ich habe nicht sowas erlebt. Ich habe auch mit Polizei und Schaffner noch nicht was Rassismus erlebt. Aber nur mit den Fahrgästen und der Busfahrer, ja, einmal, ein paar Mal. Ja, die Fahrgäste, einmal eine Dame, die durch mir so hingegangen und die ist so gemacht. Und mal mit Busfahrer. Auch will nicht so uns warten, obwohl gibt noch Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten und er ist losgefahren. Naja. Als People of Color ist es extrem schwer oder war es extrem schwer für mich, eine Wohnung zu finden. Boah,
Ich finde es sehr schade, dass hier wenige Linien sind, weil hätte ich mich mehr nach rechts so gegangen. Ich habe also mein persönliches Erfahrung. Ich habe 11 Monate gekämpft, dass ich den Wohnungserlaubnis bekomme, weil ich nichts in Deutschland nach 7,5 Jahren anerkannt bin. Und nach 11 Monaten habe ich den Umzugserlaubnis oder Auszugserlaubnis bekommen. Von Unterkunftmeister, ne? Ja. Ja. Und da habe ich 1 Jahr lang 12 Monate nach Wohnungen gesucht. Wenn ich nicht lüge, über 40, 45 Wohnungen gegangen, also zu besichtigen. Letztendlich habe ich eine Wohnung gefunden, so eine Zimmerwohnung. Es gibt so bestimmte Grenzen, eine Person, 50 Quadratmeter, 300 Euro Miete, Kaltmiete, und das ist sehr schwer zu finden. Da habe ich das gefunden, aber ich wusste es nicht, dass diese Auszugsgenehmigung nur 1 Jahr gültig ist. Und ich musste nochmal das beantragen. Also, echt schlimm. Also, richtig schlimm. Also, schlimmer geht, glaube ich, gar nicht. Ne? Und furchtbar, einfach furchtbar. Also, die Linie spricht für sich. Du siehst es, wie es ausschaut. Da braucht man vielleicht gar nicht so viel reden. Klar, Wohnen an sich zu finden, dauert ewig lang. Das haben wir alles und wissen wir auch alles. Aber was ich schade finde, ist, dass die Leute, die Wohnen haben, zum Mieten verfügen wollen, die denken, dass alle Ausländer sind dreckig, sind nicht arbeitsfähig, verdienen kein Geld, sind... Also sie sortieren alle in eine Schublade, und du musst es beweisen, 6 Monate Lohnabrechnung zeigen und extra Kaution bezahlen und so weiter und so fort. Und das ist alles kommt nach, was du jetzt gesagt hast, Wohnbefreiung, Bestätigung. Und da musst du auch, wenn du arbeitest, also es ist leider so, dann muss ich nochmal das Ding zu vergleichen, Vergleich zu ukrainischen Leuten, die kommen direkt hier, die suchen ihre eigene Wohnung, und manchmal, die suchen Luxus auch Wohnung, wenn die einfach kleine Wohnung finden, akzeptieren das nicht, und der Jobcenter oder wie auch immer, wer bezahlt, die nehmen das alles. Aber für dich musst du erstmal unbefristete Arbeitserlaubnis haben, musst du 3 Monate arbeiten. Und für diese 12 Quadratmeter, also ein Ausländerbehörde, ein Flüchtling hat Recht auf 7 Quadratmeter als Wohnfläche. Und das ist das Hühnergehege. Das ist gar nichts für Menschen geeignet. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was die Leute an die Ämter denken. Ein Mensch hat 7 Quadratmeter Fläche zu wohnen verfügen. Und das ist sein Ding. Während die anderen Flüchtlinge suchen sich nach ihr gewünschte Wohnung. Das überrascht mich nicht, dass die Leute so reagieren, wenn die Ämter so anfangen. Das ist unglaublich. Und vor allem, du hast 7 Quadratmeter Recht und bezahlst du 350 Euro für diese 7 Quadratmeter. Nicht eigene Küche, nicht eigene Baden, manchmal. Für manche Unterkunft musst du Treppe runter, zu Toilette, zu Küchen und so weiter und so fort. Die Leute leiden so viel zu viel Einwohner, und die Bürger, Bürgerinnen in Deutschland wissen nicht, wie die Leute, die Flüchtlinge in Unterkunft wohnen. Und das ist sehr, sehr schrecklich. Und ja, ist einfach traurig. Da möchte ich kurz was hinzufügen. Als ich in Gemeinschaftsunterkunft war, habe ich gearbeitet mit einer Person in 12 Quadratmeter. Und als ich gearbeitet habe für 6 Quadratmeter, musste ich 316 Euro zahlen. Ja. Und als ich den Umzugserlaubnis bekommen, ich dürfte eine Wohnung finden
unter 50 Quadratmeter und in Kaltmiete dürfte nicht mehr als 320 Euro sein. Und ich habe für 6 Quadratmeter ein Bett, kleine Heizung, 306 oder 316 Euro monatlich gezahlt. Und das finde ich auch. Bei uns 430 Euro. Es ist egal, ob man die alle Bedingungen erreicht hat oder nicht. Auch unbefristeter Arbeitsvertrag und gut verdient, genügend Geld. Aber trotzdem bekommt der Wohnung nicht wegen seinem Aussehen oder Hinterkunft, wegen, weil er Migranten ist, bekommt so echt Schwierigkeit. Und in Asylunterkunft, wir zahlen auch pro Bett 430 Euro. Jetzt, Gott sei Dank, ist ein bisschen so billiger geworden. Aber trotzdem, wir suchen Wohnung. Wir möchten eine eigene Wohnung wohnen. Aber das ist sehr schwer, um eine Wohnung zu bekommen für uns. Ja. Es ist echt schwer, eine Wohnung zu finden hier. Damals habe ich ich wollte mal eine Story erzählen. Ich hatte eine Wohnung im Internet gesucht und habe ich eine E-Mail geschrieben unter meinem Namen, obwohl mein Name Mohammed war. Und der Vermieter hat mir abgesagt. Komischerweise, eine Deutsche war also Kumpel. Er hat gleichzeitig geschrieben, der Name heißt Thomas und er hat einen Termin bestätigt. Also gibt es nichts zu sagen, dass ich schwer Wohnung zu bekommen. Ich habe das miterlebt. Ich habe noch nicht ein Wohnungserlaubnis bekommen, so ich kann nicht sagen. Aber ich habe viele von anderen Leuten gehört oder viele erklärt über das Thema. Und ich finde das ein bisschen schlecht, aber andere Leute hat gesagt, eine große Wohnung oder ist schlimm, ist schlecht zu finden in Deutschland. So. Ich weiß nicht. Nach langer Suchung habe ich schließlich eine Wohnung gefunden. Also das war letzten Monat und habe ich einen Termin mit dem Vermieter ausgemacht. Und hat mir gesagt, du kannst einen Termin bekommen, und um zu besichtigen. Also, ja, und als ich angekommen bin und mir gesehen hat, also der Vermieter mich gesehen hat, hat mir gesagt, die Wohnung wurde gemietet. Das ist ein bisschen schlimm zu sagen, aber das ist Ehrlichkeit. Das war nur, weil ich Ausländer bin. Und dann habe ich gemerkt, dass der Vermieter tatsächlich keine Ausländer in seiner Wohnung haben wollte. Ja, und ich suche immer noch. Und wenn ich eine Wohnung finde, dann bekomme ich keine Chance, die Wohnung zu mieten. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe einen Kurs besucht und war viele Leute, die aus der Ukraine kommen, also mit mir. Und wenn ich jemanden frage, wo wohnst du denn? Wohnst du noch in einem Heim oder in einem Camp oder so? Dann sagt, nee, ich habe eine Wohnung gefunden und dringend und da habe ich doch gemerkt. Und ja, das ist unmöglich. Also seit 7 Monaten suche ich nach einer Wohnung und immer noch habe ich keine Wohnung gefunden. Wie hast du doch eine Wohnung gefunden? Und dann, wie mein Kollege hier gesagt hat, dann die Ukrainer haben mehr Chance als wer. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber ich finde das Ungleichbehandlung. Und das